Hallo, grüße euch hier auf meinem Kanal von Klein Marketing und heute mal das Thema, ich möchte euch mal gerne erzählen, wie Kaltakquise mein Leben verändert hat und wie Kaltakquise auch dein Leben verändern kann. Und hier möchte ich zuerst mal ausholen, wieso überhaupt sich ein Mensch dazu entscheidet, mit Sales oder mit Verkaufen oder im Vertrieb seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Oder wieso er sich überhaupt für diese Berufsbranche entscheidet. Ja? Und dazu gibt es auch Studien. Ja? Viele sagen natürlich, ja, das ist meine Leidenschaft. Ja? Aber selbst die sagen, es ist meine Leidenschaft, ja, haben den höchsten Motivationsfaktor, warum sie sich, also der eigentliche Grund, warum sie sich für diesen Beruf entschieden haben, ist das Geld. Ja? Und das ist mal ein ganz, ganz wichtiger Faktor, den wir hier mal kurz festhalten wollen. Ja? Geld. Jetzt möchte ich aber ganz gerne noch mal einen Schritt tiefer gehen, ja, denn wie wir wissen von der Verkaufspsychologie auch, dass hinter jeder Motivation eine weitere Motivation steckt sozusagen. Also ein Kaufsgrund ist zum Beispiel eine Bohrmaschine ist zum Beispiel, ich möchte Schrauben, ich möchte Löcher in die Wand bohren, ja. Der eigentliche Grund hinter diesem Grund, ja, also die eigentliche Motivation hinter diesem Grund, die Bohrmaschine zu kaufen, ist eigentlich ein schönes Bild an die Wand zu hängen, ja. Und dann gibt es manchmal nochmal eine Stufe danach, ja, warum, also der eigentliche Grund ist dann nicht nur das Bild an der Wand, sondern einfach sozusagen die Ehefrau zu befriedigen, weil es deren Wunsch war, mehr Bilder im Wohnzimmer zu haben. Ja. Also letztendlich, und dann sind sie wieder sozusagen, also dann hat der Mann eine etwas glücklichere Ehefrau und verspricht sich das davon sozusagen. Ja. Also wenn wir immer wieder einen Schritt weitergehen, warum, ja, dann landen wir meistens immer irgendwo bei sehr emotionalen Gründen. Ja, und das ist sozusagen hier letztendlich im Verkauf genauso. Ne? Dann, auch wenn die allermeisten zuerst immer sagen, naja, es ist Leidenschaft oder es ist Geld, ja, dann steckt dahinter eigentlich folgender Grund und das ist die Anerkennung. Ja? Leute, die in Vertrieb gehen oder in Vertrieb also erfolgreich werden wollen, also ihre Karriere starten möchten oder dort einfach erfolgreich werden wollen, sind in der Regel Leute, die sehr stark nach Anerkennung eifern. Ja? Und das ist eigentlich der Grund hinter Geld. Ja? Das heißt, das Geld ist letztendlich gar nicht so wichtig, sondern es ist die Anerkennung. Meistens sind das solche sogenannte auch sehr kompetitive Menschen, ja, die auch keinen zweiten oder dritten Platz kennen. Das heißt, man kennt es ja so zum Beispiel im Sport, ja, also die meisten guten Vertriebler machen auch sehr viel Sport, ja, die einfach sagen, ich will immer der Beste sein, ja, ich will die Goldmedaille, ja, ich will nicht Silber, ich will nicht Bronze, ist auch ganz nett, ich will keinen vierten, fünften Platz, der bekommt sowieso nichts, das zählt auch nichts, sondern ich will einfach nur Erster werden. Ja. Und wenn wir jetzt mal den Spieß umdrehen und sagen, okay, was ist denn das Gegenteil von Anerkennung? Ja, das Gegenteil von Anerkennung ist letztendlich Ablehnung. Und wenn wir uns jetzt die Frage stellen, mit welcher sozusagen, welche größte Hürde wir letztendlich im Telefonverkauf zum Beispiel haben, in der Kaltakquise insbesondere, und jeder gute Vertriebler weiß, wie wichtig Kaltakquise ist, Neukundengewinnung, dann ist es genau das, dann ist es genau Ablehnung. Ja? Das heißt, wenn du, und deswegen sage ich auch, Kaltakquise verändert dein Leben, ja, und zwar zum Positiven, ja? Wenn du lernst, wie du mit Ablehnung umgehst, ja, wenn du einfach flexibler wirst, ja, in deinem Geist, ja, wenn du dir ein dickeres Fell
aneignest. Ja? Und es gibt Phasen, da wirst du nun mal in der Kaltakquise ja, nur mit Dreck beworfen. Ja? Und das darf dir einfach nichts ausmachen. Ja? Das muss von dir abprallen. Ja? Und du musst umso mehr Motivation musst du weitermachen. Da wo andere aufgeben, fängst du erst richtig an, weil du ganz genau weißt, du bist wieder einen Schritt näher zum nächsten Termin, ja, zum nächsten Erfolg. Ja, rein statistisch gesehen, ja, ist das sozusagen eine Schlüsselfähigkeit, ja, die du nur über ganz viel Praxis, ja, nur über ständiges Machen und Tun und nur durch Umsetzung, ja, da helfen dir keine Kurse, keine Bücher und gar nichts, ja, dir aneignest. Ja, und wenn du diese Schlüsselfähigkeit, ja, mit Ablehnung umzugehen, ja, erlernt hast, ja, und desto besser du diese Schlüsselfähigkeit im Vertrieb meisterst, ja, desto mehr wird sie dein komplettes Leben verändern. Es wird sich auf all deine Lebensbereiche, wird sich das sozusagen auswirken, positiv auswirken, ja. Ob das jetzt in Vorstellungsgesprächen ist, in der Jobfindung, ja, oder in der Partnerwahl oder wenn grundsätzlich überall, wo du dich durchsetzen musst im Leben, ja, wirst du mit Ablehnung ganz anders umgehen können, wenn du einmal eine Zeit lang wirklich gut Kaltakquise gemacht hast, ja, und da dran geblieben bist, mehrere Jahre vielleicht sogar, ja. Und das kannst du auch in keinem Buch nachlesen, ja, und auch in keinem Kurs erlernen. Du musst es einfach tun, einfach machen. Es gibt ja so ein Sprichwort, ich weiß gar nicht auswendig, raus aus den Gedanken und rein in die Handlung, ja. Also, mit diesen Worten viel Erfolg und schau mal wieder bei meinem Kanal vorbei, wenn es heißt Neukundengewinnung B2B. Ciao, bis zum nächsten Mal, tschüss, abonniere den Kanal, bye.